Hallo YouTube und ein Good Kick an euch, an eure YouTube-Empfangsgeräte und willkommen zur ersten deutschen PLE Prediction Preview auf YouTube für ein Event. Fast guter Satzbau. Normalerweise würde ich es nochmal bearbeiten, aber es klang fast gut. Ey, ich habe gerade schon gesagt, ich bin sehr, sehr gehypt im Stream. Ich habe sehr, sehr viel Bock aufs Event. Das ist ganz, ganz komisches Gefühl zu wissen, dass hier in Deutschland ein PLE ist, zur angenehmen Zeit und auch jetzt über die Live-Tour, die wir die Woche hatten, zu merken, wie die Euphorie und die Stimmung da ist im Land, die Bock haben. Also es ist so gefühlt unsere kleine Weltmeisterschaft, wenn man es ganz genau nimmt, mit einer guten Stimmung, einer guten Atmosphäre und vor allem auch mit einer guten Card. Ich möchte aber ein, zwei Sachen machen, bevor wir in die Prediction gehen. Etwas unüblich zu sonst. A, natürlich wisst ihr Bescheid, falls euch der Content hier gefällt, falls euch der Kanal gefällt oder dieses wunderschöne Gesicht, dann würde ich mich sehr freuen über ein Abo, einen Daumen und gleich natürlich auch am Ende des Videos einen Kommentar. Ich bin am Hustlen, ja, ich gebe alles, das wisst ihr, und freue mich über Support, in dem Fall über Abos. Hilft immer, guckt die Videos, lasst was für ein Algo da, hilft alles. Würde ich mich freuen. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich nennen wollte, ich habe das in der Instagram-Story schon gesagt und letzte Woche, glaube ich, habe ich das auch nochmal gesagt. Wir machen so eine kleine Bash in Berlin-Challenge, ja. Ganz, ganz einfach gesagt, falls ihr vor Ort seid und Bock habt und Zeit habt und Interesse habt, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn man vielleicht entweder bei SmackDown oder bei Bash in Berlin, wenn ihr gute Plätze habt, vielleicht mal das ein oder andere Plakat sieht, die auf diesen Stream hier und auf mich bezogen sind. Falls das der Fall ist und ihr habt da Bock drauf und ihr macht das, überlege ich mir auch was, ja. Taggt mich einfach, wenn ihr vor Ort seid und man sieht das im Fernsehen. Also man muss es schon irgendwie sehen, ja. Nicht, dass es nachher heißt, so, guck mal, ich habe ein Bild gemacht und das dann auch im Hotelzimmer liegen lassen. Man sollte das schon irgendwie irgendwo sehen. Und wenn man das dann ein bisschen zusammengebaut kriegt, dass das von euch kommt, dann überlege ich mir was. Als Dankeschön. Kleinigkeit an die Person. Ich werde dann kreativ werden. Das ist das Zweite. Und das Wichtigste ist das Dritte, was ich euch mitzuteilen habe, bevor wir in die Preview gehen. Wir haben das erste PLE in Deutschland und ich kriege irgendwie die ganze Zeit so Nachrichten und so ein leichtes, dumpfes Gefühl, dass die Leute Angst haben und verklemmt sind. Wir hatten gerade im Stream auch so eine Thematik mit Wrestling. Belächelt, das wird belächelt, hier wird belächelt, wird nicht ernst genommen. Oh, glaubt ihr, die Stimmung kann da gut werden? Jeder, der vor Ort ist, ich kann das nur mit den Worten von Ilja sagen, lasst euch gehen. Lass es mal wiederholen, weil die Aufnahme irgendwie gestoppt hat. Ich kann das nur mit den Worten von Ilja nochmal sagen. Lasst euch gehen, lasst euch fallen und genießt die Zeit vor Ort. Macht dieses Event, macht SmackDown und macht Bash in Berlin zu eurem Event. Habt eine geile Zeit. Lebt Wrestling, liebt Wrestling. Ihr wisst nicht, ob das so schnell nochmal wiederkommt. Vielleicht dauert es wieder, weiß ich nicht, wie viele Jahre, 20 Jahre oder sowas oder überhaupt mal, bis das wieder nach Deutschland kommt. Seid ein gutes Vorbild, damit das nochmal passiert, dass man vielleicht sogar noch ein größeres Event jemals hier hinbekommt. Ihr seid damit für verantwortlich, aber denkt nicht zu viel nach. Denkt nicht drüber nach, was könnte sein, wenn. Geht hin, macht Stimmung, habt eine geile Zeit. Genießt das, macht den Kopf aus, lasst euch einfach mal fallen und suhlt euch in diesem Event. Ich kann das nicht anders sagen. Ich bin sehr, sehr traurig, dass ich nicht vor Ort sein kann. Dementsprechend erwarte ich von jedem, der vor Ort ist, doppelte und dreifache Euphorie für mich. Macht uns stolz, die wir hier die Fahne hochhalten in den Streams und allem drum und dran und in dem Content auf YouTube. Und ich weiß, das könnt ihr. Lasst euch da nicht reinreden, dass das deutsche Publikum ja eh sowieso irgendwie ein bisschen verklemmt ist. Nee, seid ihr nicht, weil ihr alle da seid und eine gute Stimmung haben wollt. Und ich glaube, jeder von euch kann das umsetzen. Genießt die Scheiße. Ich kann es nicht anders sagen. Word. Punkt. Und ich würde sagen, wir gehen rein in die Prediction von Bash in Berlin. Ich glaube, dass wir gar nicht so viel und so tief ins Detail gehen, weil die Card ist geil, aber ich glaube, die Card gibt nicht so viel Tiefe mit, wie das bei den anderen Sachen war. Ein, zwei Sachen, die ein Potenzial haben könnten für tiefe Storytelling. Aber ich glaube auch einige Sachen, die relativ einfach zu erklären sind. Ihr seid im Chat natürlich genauso gefragt. Haut gerne eure Meinung hier rein. Man sieht es ja dann auch wunderschön hier im YouTube-Video. Ja, wenn ihr irgendwas reinhaut, wenn ihr Ideen habt oder sonst irgendwas.
Vom Ablauf her wird es schwierig, das einzuschätzen. Ich sage, ich mache mir ja auch meine Gedanken, wie das Event ist. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Cody gegen KO das Main Event wird. Und aufgrund dessen, weil ich was im Kopf habe, wie das Event ablaufen könnte, gehe ich damit, dass wir einen ganz, ganz speziellen Opener kriegen für die Stimmung. Ich sage, Bash in Berlin startet mit dem Match Gunther gegen Randy Orton. Mein Gefühl. Weil das für die Stimmung geil wäre und ihr werdet nachher im Main Event sehen, warum ich das glaube und denke. Ich glaube, dass wir hier mit unserem Lokal-Matadoren reingehen. Einfach für das Publikum anheizen, ein bisschen ankommen lassen. Main Event wird das nicht werden, glaube ich nicht, Looney. Da ist einfach Cody zu groß für. Denke ich. Obwohl, ich hätte auch noch einen anderen Ansatz. Egal, wir fangen mal so an. Wir reden einfach mal direkt über auf dem Papier wahrscheinlich Match of the Night. Ich weiß es nicht, ich glaube aber schon. Weil die beiden hatten schon ihr Aufeinandertreffen beim King of the Ring Tournament, wo es ja die unsittliche Niederlage gab für Randy Orton, der ja eigentlich nicht gepinnt wurde. Und jetzt nach vielen, vielen Wochen, nach vielen, vielen Monaten und dem Titelgewinn von Gunther nun endlich das Rematch gab. Das Ding beim King of the Ring, haben wir, glaube ich, alle gesagt, war ein richtig, richtig geiles Match. Ganz, ganz anderes Wrestling. So, irgendwie hatte sich so ein bisschen Angst heute gehabt, kann Gunther das gehen, was Orton geht und kann Orton das gehen, was Gunther geht, weil die so super unterschiedlich sind vom Wrestling-Style. Und beim King of the Ring haben wir, glaube ich, einvernehmlich gesagt, das war richtig geiles Basic-Wrestling, was gut erzählt war, mit leider einem ganz, ganz komischen, wirren Ende. Ich glaube bis heute nicht, dass das Ende so geplant war, aber es öffnet halt jetzt die Tür, dieses Match in Berlin zu machen. Und ich glaube, dass wir hier einen Grundstein für den weiteren Abend sehen werden. Ich hoffe es. Denn bisher ist bei den Events eigentlich immer ein bisschen was passiert. Ich glaube, in Frankreich ist nicht so viel passiert. Gab es in Frankreich bei Backlash nicht ein Comeback? Ich glaube schon. Oder gab es nicht irgendwie ein Bloodline-Debüt? Ich weiß gar nicht mehr so zu 100%. Es fühlt sich schon so ewig weit weg an. Wir hatten zum Beispiel bei Clash at the Castle damals auch den Dominic Mysterio-Turn und sowas. Da geht schon ein bisschen was. Und Tongaloa, stimmt. Seht ihr? Und deswegen glaube ich, dass auch bei Bash in Berlin was passieren wird. Und das werdet ihr dann mit dem Main Event nachher sehen. Ja. Das Match, ich freue mich da sehr drauf. Das wird ein richtig, richtig gutes Ding. Da bin ich mir ganz sicher. Gunther wird euphorisiert aufgenommen werden vom Publikum. Gunther ist ja eh nicht so jetzt der so super, super großes Crowd Fishing macht oder sowas, oder der super viel agiert mit dem Publikum, geht hier ja auch eigentlich als Heel rein. Und ich habe halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Publikum auf der Seite von Randy steht, aber kann ein Publikum, das gerade in der geringen Menge so Events bekommt wie das Deutsche, überhaupt gegen Orton sein? Eigentlich nicht, oder? Ich glaube einfach, dass das Match generell komplett abgefeiert werden wird. Egal, ob Gunther eine Aktion macht, egal, ob Orton eine Aktion macht, ich glaube, das Publikum wird komplett abgehen. Die werden sich freuen, dass man Randy Orton in Deutschland sieht. Die werden Gunther als den deutschsprachigen Champion abfeiern. Und ich glaube, ja, Face gegen Face wird schon im Chat geschrieben. Glaube ich auch, dass das so ungefähr der Fall sein wird. So, aber ich werde einen Teufel tun und hier irgendwie gegen Gunther gehen. Gunther wird das Ding zu 100% verteidigen. Das wird für Gunther auch ein Meilenstein sein und auch für den Titel ein Meilenstein sein. So kann man das halt auch easy erzählen, denn eigentlich ist ja auch Randy so Teil von SmackDown, ist jetzt irgendwie mal ganz kurz bei Raw für dieses Match, für dieses Rematch. Das war ein einfaches Booken von Gunther. So, da brauchte man sich nicht viel Gedanken machen. Das Rematch hatte man so praktisch schon auf dem Silbertablett liegen und hat sich gedacht, okay, dann nehmen wir das halt für ein, naja, es ist halt trotzdem Stand jetzt noch ein B-Pay-Per-View, auch wenn die Karte nicht so aussieht. Aber dann nehmen wir das dafür und haben das leicht erzählt. Brauchen dann nicht viel Aufbau. Die treffen sich zwei, dreimal im Ring. Gibt es 1, 2, 3 RKOs und das war's. Der Aufbau hat vorher, finde ich, Gunther. Hat der Gunther gut getan, die Promoduelle? Ja, ich glaube, es war nicht schlimm. Gunther sah aber auch da ein bisschen schwächer aus, weil er immer wieder gesagt hat, der RKO trifft mich eh nicht mehr. Mich kann nichts überraschen, ja,
mehr oder weniger. Randy hat ihn zweimal komplett damit überrascht mit dem RKO und komplett off guard erwischt. Oder sogar dreimal, ich glaube zweimal oder dreimal, zweimal auf jeden Fall. In den Promo-Duellen am Mike fand ich alles in Ordnung, da konnte Gunther seinen Mann stehen. Gunther ist ja sogar auf Familie gegangen bei Randy, nachdem er bei Damian Priest schon mal so ein bisschen auf Vergangenheit gegangen ist, jetzt auch bei Randy Orton komplett auf Familie gegangen. Das muss man sich auch erstmal erlauben, das muss Randy auch erstmal zulassen. Fand ich an sich stark. Finde aber, dass Orton, aber das liegt halt auch so ein bisschen vielleicht an der Attitude, aus der ganzen Nummer schon eher wie der King rausgeht als Gunther. Der wirkt einfach stabil. Ich glaube, Randy Orton am Mikrofon ein Haar zu krümmen ist auch sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, weil der Mann halt, was willst du gegen Randy Orton sagen? Der ist 14-time Champion. Es ist unmöglich, dem irgendwie irgendwas von seiner Ringpräsenz und Ausstrahlung oder sonst was zu nehmen. Das geht gar nicht. Da kannst du noch sonst irgendwelche Fässer aufmachen. Das sehe ich überhaupt nicht. Ich wüsste nicht, wie. Und ich glaube auch nicht dran, dass das irgendjemand könnte. Nee. Fakt ist aber auch, man wird Gunther nicht sofort den Titel wieder wegnehmen. Und ich glaube auch nicht, dass man ihm bei Bash in Berlin den Titel wegnehmen wird. Jetzt könnt ihr sagen, ja, das hat man mit den anderen auch gemacht und Drew McIntyre hat man auch nicht gewinnen lassen. Ja, aber ich glaube, die Stücke, die gerade Triple H auf Gunther hält, sind nochmal ein Stückchen mehr als das, was er, um das ohne Werten zu meinen, für Drew McIntyre empfindet. Das sieht man ja auch an dem ganzen Booking von Gunther. Deswegen, ich gehe mit Gunther. Ich glaube, das würde ein geiler Opener werden, weil die Leute sofort Bock haben. Stellt euch mal vor, das Event startet mit dem Song von Randy Orton und die ganze Arena, die ja eh schon, du willst sie ja direkt da haben. Und mit dem Orton-Song hättest du die Arena direkt da, weil die alle singen werden. Und Gunther wird genauso bejubelt werden. Und dann hast du das als Opener. Das wäre ein richtig, richtig geiler Start. Ich gehe aber, und vielleicht können die Mods eine Umfrage mal machen, das wäre sehr süß. Ich gehe mit, wie gesagt, Gunther und auf das Match freue ich mich, auf den Style freue ich mich. Der hat mir beim King of the Ring schon gefallen und ich glaube, das wäre der richtige, richtige Start in dieses geile Event. Denn ich habe eben schon gelesen, dann ist die Luft raus. Es kommt noch CM Punk, kommt noch Drew McIntyre. Es kommt noch Bianca, die ein Publikumsliebling ist. Das hat man jetzt auch in Oberhausen wieder gesehen. Es kommt noch Cody Rhodes. Es kommt KO. Ich glaube nicht, dass wir uns da Sorgen machen müssen, dass hier irgendwas ein Downer wird oder Luft raus ist. Umfrage ist übrigens auch drin, Chat. Gerne einmal abstimmen, was ihr glaubt, wer das Ding holt. Rhea ist auch noch drin. Also ich bin mir da auch sehr, sehr sicher, dass das kein schlechter Moment wird. Bianca Liebling, nicht in dem Trikotsliebe. Und trotzdem hat die echt viel Ovations bekommen. Ich fand's auch nicht cool, aber was soll ich euch sagen? Wäre witzig, wenn die Crowd den Song auf Deutsch singen würde. Bitte nicht. Bitte nicht. Gunther sagen 83% und Randy Orton sagen 17%. Also auch hier sehr, sehr einseitig. Und ich sage euch, dass das für mich ein Opener werden könnte, der im Verlauf des Abends noch wichtig werden kann. Denke ich. Vermute ich, hoffe ich. Wir müssen aber noch schauen, wie wir das booken. Ja. Aber da, ich glaube, im Main Event können wir gleich so ein bisschen, da dürft ihr auch gerne ein bisschen Fantasy Booking machen, denn ich werde selbiges machen. Ich bin mir auch noch nicht so zu 100% sicher, wie das aufgebaut werden wird. Und um die Stimmung oben zu halten, ja, ich gehe damit. Um die Stimmung oben zu halten, nach dem geilen Opener, den wir sehen werden, denke ich, dass wir danach sofort dieses Match kriegen werden. Und zwar das Mixed Tag Team Match zwischen Dominic Mysterio, Liv Morgan und den Terror Twins Rhea Ripley und Damian Priest. Und gottverdammt, wenn man jetzt die beiden Matches so hintereinander hält, was haben wir für Deutschland einen geilen, geilen nur eine geile, geile Matchcard bekommen. Guckt euch mal diese Star Power an. Und ja, wir sind an dem Punkt, wo wir sagen, ey, da ist Dominik in dem Match, wir haben hier Star Power drin, weil das einfach gut erzählt ist. Das ist eine interessante Story und das ist auch ein unfassbar wichtiges Match, denn die Judgment Day hat nach wie vor die Hauptstoryline bei Raw. Und das ist einfach ein Hauptstoryline-Match
zwischen den beiden, die am heißesten aufgebaut sind, mit Liv Morgan und Rhea Ripley, mit einem der absolut größten Betrüge der Betrugsdinger der letzten Jahre, mit Dom und Rhea. Also das wird absolut geil werden, das wird emotional werden, hier wird Feuer drin sein. Dominic Mysterio wird danach nichts mehr hören und dann hättest du Gunther und Randy als Opener für die Stimmung, für die Atmosphäre, die Leute sind sofort da, du hast den Gewinner, den du haben willst, Randy tut das nicht weh und könntest hier direkt nächsten emotionalen Punkt machen, denn mit Dom wird ausgebuht werden mit Judgment Day und Liv Morgan und Damian Priest und vor allem Rhea Ripley wird so dermaßen Pop bekommen, dass die Leute mit den ersten zwei Matches sofort drin sind im Event. Komplett, ja. Da sagst du, okay, geil. Da bin ich sofort on fire. Da kann ich mich reinsuhlen, da lege ich mich rein. So. Deswegen glaube ich, dass das Nummer 2 wird. Ich kann mir unter dem Match noch nicht so wirklich viel vorstellen. Umfrage ist übrigens drin, Chat. Ja, Mixed Tag Team Match. Könnt ihr einmal euren Tipp abgeben. Ich kann mir noch nicht ganz so viel erklären, wie das Match werden soll und wie das aussieht. Weil im Heads-Up ist natürlich, sind die Terror Twins zu 100% vorne. Ja. Also, wollen wir gar nicht drüber reden. Aber ist Judgment Day vor Ort oder ist Judgment Day nicht vor Ort? Das ist die große Frage. Unterstützt da irgendwer Judgment Day vom Judgment Day die beiden oder müssen die da alleine durch? Ich lese schon, der Chat sagt hoffentlich Lift Turn. Ich glaube, der Lift Turn, also wenn der Lift Turn jetzt kommen würde, dann wäre der meiner Meinung nach zu früh. Ich glaube es nicht, dass der jetzt schon kommt. Ich glaube, dass der irgendwann kommt. Aber ich glaube, der kommt jetzt noch nicht. Dafür ist das noch nicht weit genug und auch noch nicht klug genug aufgebaut. Das wäre nicht gut erzählt. Was glaube ich, wie das Match ausgeht? So viel zum Thema. Übrigens möchte ich auch nochmal ganz kurz aufgreifen. Es wurde vorher mal gesagt, die Matchcard ist super predictable. Finde ich gar nicht. Gerade das Match finde ich sehr schwer. Der Rest vielleicht, aber dadurch, dass da so viele Gedankengänge drin sind, das finde ich wirklich mit am schwierigsten zu machen. Ich gebe einen wilden Call-Up-Chat. Ich gebe mal einen ganz heißen Call-Up. Ich sage, dass Judgment Day eingreifen wird. Ich weiß nicht, ob das ganze Judgment Day eingreifen wird. Ich glaube, das ist ein bisschen viel. Aber bei so einem Mixed-Tag-Team kannst du halt auch viel machen. Jetzt weniger, obwohl auch kannst du auch einen Ref-Bump machen, ja. Aber generell, ich weiß gar nicht, ob das mit Taggen, ja doch, wird mit Taggen sein und allem drum und dran. Aber da kannst du super viel bauen. Ich sage auch, Finn ist auf jeden Fall da. Und ich glaube auch, dass Kalito da ist. Ich glaube, die sind alle da. Doch, ich glaube, die sind alle da. Ich sage, es wird eingegriffen. Und ich gehe mit Sieg für. Wie soll das doch. Ich gehe mit Sieg für Judgment Day. Ich gehe mit dem Sieg für Judgment Day. Ich bin nur gerade überlegen, wer wen pinnen soll. Wird Liv Morgan nochmal Rhea Ripley pinnen? Könntest du geil machen. Das muss irgendwas Unfaires werden. Judgment Day mischt sich ein. Ganz simpel, ganz stumpf. Wild wäre es, wenn Dominic Rhea Ripley pinnt oder so. Das wäre sehr wild. Umgekehrt könnte es halt easy machen. Aber ich sage, Judgment Day gewinnt, weil ich glaube, man will Judgment Day immer noch stark aussehen lassen. Und ich glaube, dass das durch irgendeine unfaire Aktion, ein Schlag mit dem Titel gegen Rhea oder so ein typisches Ding wird, ähnlich wie bei SummerSlam. Ich glaube, das wird gar nicht so viel in die Tiefe gehen, weil ich sage, das hier, und jetzt passt auf, jetzt gebe ich euch einen heißen Call. Und ich hätte mega Bock da drauf. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin mal gespannt. Ich sehe das hier oben als Grundlage für Bad Blood. Ich sage, bei Bad Blood gibt es das Match Liv Morgan gegen Rhea Ripley um den Titel in einem Käfig. Ich glaube, dass Bad Blood ein Freestyle-Event wird, wo alle Stipulations fallen können. Und der Käfig ist einfach nur, das kannst du dann über die nächsten Wochen easy erzählen, über die nächsten 4 Wochen und kannst sagen, dass Liv sagt, du hast jetzt zweimal zwar gewonnen, aber du schaffst es niemals alleine gegen mich im Ring. Und dann steckst du die beiden in ein Cage-Match. Von mir ist auch ein Hell in a Cell, weiß nicht, ob es sowas gibt. Genau, und kannst parallel, oder du machst ein Doppelkäfig-Match und machst dann noch Baylor gegen Damian oder sowas. Von mir aus Hell in the Cell, von mir aus Käfig, ist mir egal. Irgendwas Abgeschlossenes,
Rhea fordert sie alleine raus, sodass keiner eingreifen kann, ihre Lakaien. Imagine, ich gebe euch mal einen wilden Call-up, dass auf einmal so eine Stipulation dazu kommt, getreu dem Motto, Dominic Mysterio muss ran gegen Damian Priest. Nur mal als Beispiel, ja. Muss einfach gegen Damian Priest ran und wenn Dominic verliert, muss Liv Morgan das Match im Käfig machen. Oder noch besser, Finn Bella oder so muss gegen Damian ran. Wenn er das Match verliert, muss Liv dafür in den Käfig. So ungefähr. Weil die halt wieder eingegriffen haben. So. Und dann kannst du dadurch ein bisschen so diese Zerrissenheit im Judgment Day aufbauen. Wenn die überhaupt geplant ist. Irgendwann muss aber auch der Moment eigentlich kommen, wenn wir ehrlich sind, wo Liv und Finn Bella so ein bisschen aufgeklärt wird. Aber ich glaube, dass irgendjemand dafür verantwortlich ist, dass dieses Match angesetzt wird. Liv sagt wahrscheinlich, ich habe keinen Bock mit der in den Käfig zu gehen, ich habe zweimal gewonnen. Dann kann der GM sagen, ja, du hast aber zweimal nicht fair gewonnen, zweimal durch einen Eingriff. Es gibt die Option, dass du da jetzt freiwillig reingehst oder wir machen es über ein Qualifikationsmatch. So, wer auch immer muss gegen Damian ran, Finn Bella muss gegen Damian ran. Verliert Finn Bella, dann muss Liv in den Käfig. Imagine, in dem Match Finn Bella gegen Damian irgendwann greift dann Dominic ein und ist dafür verantwortlich, dass Bella verliert. Und dann rastet dann langsam irgendwie Liv aus oder sowas. Ja, genau, sowas. Dom gegen Damian, dann muss Liv gegen Rhea in den Käfig. Sowas in die Richtung. Vielleicht erzählt man, oder was du auch machen kannst. Doch, das kannst du vielleicht sogar eher machen vom Match, vom, ja, das ist ja so predictable, Zwinker. Du könntest halt sagen, dass Dominic, boah, das wäre krass. Imagine Dominic pinkt Damian. Durch Eingriff, durch Apfelspucken, durch Schlag mit einem Stuhl, durch Schlag mit einem Titel, was weiß ich. Dominic darf Damian pinnen. Und das ist dann die Grundlage für die Stipulation, dass Rhea sagt, hey, ich will diesen Titel zurück. Dann würdest du Rhea auch nicht schlecht aussehen lassen. Dass die zweimal verloren hat. Ja doch, pass auf. Ich switch einmal, was den Ausgang angeht. Also, ich bleibe dabei. Judgment Day holt das. Aber ich sage, Dom pinnt Damian. Und dadurch fährt Dom den nächsten großen Sieg ein. Und dann wird die Story aufgebaut Richtung Bad Blood. Das Liv Morgan gegen Rhea Cage Match, Hell in a Cell Match. Doch, da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Das wäre für mich so der logischste Ausgang. Aber ich glaube, also ich bin mir sehr sicher, dass Judgment Day das Ding holen wird. Weil Judgment Day kann ruhig noch einen Sieg gebrauchen. So. Wette läuft langsam aus. Beziehungsweise die Abstimmung. Ich glaube, kannst du auch ein bisschen kürzer machen. Ich bin generell der Meinung, dass Bad Blood voll sein muss mit Stipulations. Ja, voll bei dir. Judgment Day sagen 69% und die Terror Twins sagen 31%. Ich, geh damit. Medi, Mensch, moin. Seid ihr alle bereit für auf die Fresse morgen? Ich bin sehr gespannt, wie es morgen wird. Ach so, auf meine Fresse morgen? Nee. Das nicht. Medi, wie hyped bist du? Es wurde immer ein Riptide gegen Dom angeteased. Ich glaube, Rhea bekommt den endlich durch und Rhea pinnt Dom. Ja, aber das geht ja eigentlich nicht. Ja, habe ich gesehen, Tim. Aber eigentlich geht das ja nicht. Aber ich bin bei euch, ich finde auch, Bad Blood muss voll sein von Stipulation. Street Fight, gut, Hardcore-Match gibt's ja nicht mehr. Von mir aus, mach noch ein Ladder-Match rein. Custody of Dom. Weiß ich nicht was rein. Käfig-Match rein. Bad Blood muss, und das ist ja nun mal ein zurückkehrendes PLE, muss knallen. Rhea verrennt sich, Dom zu finishen und dann Roll-Up Liv. Oh ja, auch guter Call. Auch sehr guter Call. Zu viel Rache. Rhea muss sich irgendwie so ein bisschen wieder erden, so. Die will zu viel Rache. I Quit Match, Iron Man, oh ja. First Blood Match, oh, First Blood Match muss auch rein. Boah, First Blood Rhea gegen Liv. Uff. Mach das. Machen wir uns nichts vor, wird nicht passieren, aber mach das. Boah, das wäre gerade, überlegt mal. Stellt euch mal vor, ein First Blood Match zwischen Rhea und Liv. Alter. Und Bad Blood muss ja auch irgendwas mit den Whites kommen. So. Da wird auch irgendwas Krasses kommen. Also von daher viel Potenzial. Ich bleibe dabei. Ich gehe mit Judgment Day. Und ihr geht auch mit Judgment Day. Ist für mich eigentlich nur ein Zwischenaufbau für Bad Blood. Ja. Dann kommen wir zu Match Nummer 3. Ja. Es sind übrigens auch nur 5 Matches auf der Card stand jetzt. Und ich denke, in die Mitte wird man
folgendes Match setzen. Und zwar, und ich glaube, das ist sogar sehr, sehr wahrscheinlich, weil wir das auch beim SummerSlam in einer ähnlichen Varianz hatten. CM Punk gegen Drew McIntyre im Strap-Match. So, und jetzt sagt mir nochmal, dass diese Matchcard keine 11 von 10 Matchcard ist. Wir haben Stand jetzt Gunther, Randy Orton, Rhea Ripley, Damian Priest, Liv Morgan, Dominic Mysterio, CM Punk und Drew McIntyre. Also wer möchte mir sagen, dass diese Matchcard nicht krass ist? So, also auch predictable. Ich hätte auch gerade eben anders wetten können oder anders vermuten können, dass Rhea und Damian das holen. Das wäre auch aufgegangen, weil sie sich damit das Match dann um den Titel holen könnte. Das wäre auch easy. Aber ganz ehrlich, das hier bisher Matchcard-technisch ist das so wild, was die Leute in Berlin bekommen. Ich bin wirklich neidisch. Ja, wirklich, wirklich neidisch. Und die steht meiner Meinung nach SummerSlam in wenig bis nichts nach von den Namen, die da drauf sind. Aber das Match wird ein geiles Ding werden. Ich sage euch aber vorab, ja, ich bin kein Fan von Strap-Matches. Ich mag das nicht so. Alle Strap-Matches, die ich bisher gesehen habe, waren für mich... Ja. Ja. Schwierig. So, ist egal, welche Company das war, ist egal, wer das war. Ich meine, zum Beispiel, es gab ja auch mal einen Daniel Bryan gegen The Fiend Strap-Match und so. Ich habe schon Bock drauf. So ist nicht. Und das wird auch hart werden. Das wird brutal werden. Es wird Peitschenhiebe da durchschallern. Für die, die nicht wissen, was ein Strap-Match ist, weil ich das jetzt auch im Chat jetzt gerade eben und die letzten Wochen häufiger gelesen habe. Strap-Match ist im Prinzip, es gab früher ja dieses Kuhglockending. So in der Mitte hängt so eine Kuhglocke. Du bist halt, beide sind mit der Hand an einem Seil festgemacht. So an diesem Gürtel, den du auch, Gürtel, diesem Lederband, Ledergurt, wie auch immer man es nennt. Was man auch gesehen hat, was Punk in der Hand hatte. Und Lederriemen, genau. Da werden die beide mit festgemacht. Jeder an der Hand, ja, jeder am Arm, sodass keiner praktisch weglaufen kann. Zeitgleich kannst du das Ding natürlich einsetzen. So, du kannst damit irgendwie zuschlagen, du kannst da Leute mitwürgen. Du hast aber wenig Bewegungsradius. Dementsprechend wird das, glaube ich, auch, und das ist halt ganz smart gelöst an sich, für Punk eher ein Einstecken-Match als ein Konditionsmatch. Der ist natürlich immer noch nicht so wahrscheinlich bei 100%, was die Kondition angeht. Das heißt, der wird da auch kein 30-Minuten-Match irgendwie worken müssen und sowas. Sondern kann halt einem relativ geringen Bewegungsradius und mit vielen Punches und Schlägen und Würgen kannst du viel Zeit und viel Ruhe reinholen. So, und das ist gar nicht so dumm gelöst. Genau, es ist kein DQ-Match, weil du kannst halt, wie gesagt, mit dem Seil auch alles machen, beziehungsweise mit dem Lederriemen kannst du alles machen. Das wird hart, das wird brutal. Ich sag euch aber auch, und ich habe das schon bei den Raw-Reviews gesagt, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, Chat. Übrigens ist die Abstimmung auch drin, könnt ihr gerne abstimmen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde, die Fehde zwischen Drew und Punk hat halt leider irgendwie einen komischen Aufbau. Die wurde monatelang richtig heiß gehalten und immer wieder ein bisschen angekitzelt. Und irgendwie finde ich die ganze Konstellation der Matches komisch. Du hast beim SummerSlam dieses komische Special Referee Match. Und jetzt hast du eigentlich im Nachhinein ein Match, was noch brutal, also was brutaler ist. Nee, nicht zu sehr gezogen. Das würde ich nicht sagen. Ich finde, das Ziehen war super. So, das hat voll aufgebaut. Ich hatte voll Bock auf das Match. Aber irgendwie finde ich, ich glaube, das SummerSlam Match hat dem Aufbau nicht gut getan. Gerade hinsichtlich dessen, wo das vielleicht noch hingehen soll. Ich weiß es ja nicht, wo das hingehen soll. Oder diese ganze Seth Rollins-Sache hat das ein bisschen zerschossen, dass er jetzt auch nicht bei 100% ist. Ja, nach SummerSlam hätte Ende sein müssen, halt schwierig, wenn Punk verletzt ist. So, das konntest du halt nicht so machen. Aber irgendwie wäre es nicht klüger gewesen, dieses Strap-Match zuerst zu machen und dann Special Referee? Ich frage mich halt, wie willst du das toppen? Also, was soll als nächstes kommen? Weil Strap-Match ist ja schon so, wo du sagst, okay, wer ein Strap-Match verliert, da geht es um Brutalität. Das könnte halt unter Umständen der das Match verliert, auch schaden. Denn der Aufbau wird ja auch Richtung Bad Blood führen. Hell in a Cell, ich glaube nicht, dass Punk einen Hell in a Cell-Match geworkt kriegt.
Nicht böse gemeint, aber ich glaube nicht, dass der das hinkriegt. Chicago Street Fight. Ja. 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 Das muss ja schon Street Fight werden, das nächste. Also da geh ich dann schon mit. Dann hättest du es von der Brutalität vielleicht nochmal ein bisschen getoppt. Aber ist ein Chicago Street Fight brutaler als ein Strap Match? Also Strap Match ist halt schon heavy, ne? Weil du halt die ganze Zeit mit dem Ding auf einen einschlagen kannst. Zum Ausgang des Matches, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass CM Punk das Ding holt. Also lässt Punk nicht zweimal hintereinander verlieren. Und vor allem ist das dann der Aufbau für das dritte Match von Bad Blood. Trotzdem, Alter, wir bekommen Punk gegen McIntyre in einer Midcard. Bro, das ist ein Midcard-Match, ja? Nicht, weil das nicht auch woanders könnte. Das könntest du auch am Anfang machen, als Anheizer. Aber das ist halt einfach in der Midcard. CM Punk gegen Drew McIntyre. Und das, weil die anderen Sachen entweder irgendwie gut erzählt sind, ja, oder noch mehr Star-Momente drin haben. Wie gut ist die WWE gerade aufgebaut, dass du sowas... Das hier ist... Eigentlich ist das ein Match, wo du sagst, ey, das ist normalerweise ein Main-Event. So, das kannst du halt auch easy im Main-Event booken, ohne dass es jemanden stört oder wehtut. Also ich gehe mit Punk. Das wird auch ein... Wisst ihr, glaube ich, was das wird? Das wird kein normaler Sieg. Ich sage, CM Punk wirkt Drew McIntyre in die Bewusstlosigkeit. Der wird dir mit diesem Seil in die... Die werden sich gegenseitig geben. Wir werden Streifen am Körper sehen. Wir werden harte Schläge sehen. Wir sehen natürlich auch Punks Finisher wieder. Aber ich glaube, dass man so erzählen kann, dass Drew McIntyre das Ding halt nur verloren hat. Normalerweise hätte er ihn nie gechoked, aber durch das Seil, durch diesen Lederriemen, der ja so die Luft abschnürt, dass der halt einfach weg ist, weggetreten. Punk muss das gewinnen zu 100%. Und ich glaube, dass du dem... Also wenn der ganz normal durch den Finisher verliert, dann sieht Drew, glaube ich, gar nicht so geil aus da drin. Verliert er das Match aber aufgrund dessen, dass er irgendwie da wirklich in die Bewusstlosigkeit gechoked wird, glaube ich, ist das nicht so schlimm, weil das halt ein Stipulation-Match ist und der ohne Stipulation das vielleicht gar nicht entscheiden könnte. Und das heißt, bei Bad Blood machst du dann Chicago Street Fight oder was weiß ich, hat ja schon einer geschrieben, irgendein Street Fight-Ding. Und dann geht es dann um die goldene Ananas, wer das Ding holt. Also ich glaube, auch hier ist das eher ein Aufbau Richtung Bad Blood. Genau ähnlich wie bei dem Mixed Tag Team Match. Pass auf, wollt ihr noch einen wilden? Wollt ihr noch mal einen wilden, einen kleinen Fantasy haben? Ich sage, Folgendes passiert morgen. Wir sind im Match. Und ich weiß nicht, ob es Absicht ist oder durch irgendeinen Zufall. Ich sage, oder es sieht vielleicht aus wie Absicht, man bleibt hängen oder sonst irgendwas. Morgen geht das Armband kaputt. Bei Bash in Berlin geht während des Matches das Armband kaputt. Lass es so aussehen, als hätte McIntyre das bewusst gemacht. Kann aber auch einfach durch den Unfall sein, weil das irgendwie sich damit verkettet oder sowas. Keine Ahnung mit dem, was sie um Arm haben. Und das bringt Punk dazu, komplett durchzudrehen. Und deswegen gibt es auch diese Würgeattacke mit dem Strap. Easy erzählt. Ja, genau, er könnte sich das auch abreißen und extra kaputt machen. Könnte man auch machen. Aber ich glaube, das könnte der Grund sein, warum Punk anfängt, komplett ins Jenseits zu choken. Und das wird richtig brutal. Was hat das mit dem Armband auf sich? Auf dem Armband steht der Name seiner Frau und seines Hundes. Und das hat er mal von einem Fan bekommen. Das ist, irgendwie hat er da eine sehr, sehr emotionale Bindung zu. Seth ist erstmal raus, ja. Und auch eine längere Zeit. Also ich sage, das Armband wird nachher der ausschlaggebende Grund dafür, dass Punk völlig ausflippt. Chat, ihr dürft gerne auch mal ein bisschen Fantasy-Booking noch machen. Vielleicht machen sie auch ein Fake-Armband so, weißt du? So, was sagt die Umfrage? Dass ihr ein bisschen wacher werden könntet auf jeden Fall. Die Umfrage sagt, 89% gehen mit CM Punk. Und 11% gehen mit Drew McIntyre. Ich bin da auch voll bei euch. Zumindest sehr eindeutig, ja. Bloß kein Eingriff von außen. Wird kein Eingriff von außen geben. Wisst nicht von wem.
Licht aus Taker. Nee, Seth wird nicht kommen. Drew gewinnt und CM Punk liegt am Boden und Drew zerstört das Armband und Punk noch mehr zu demütigen. Punk rastet danach noch mehr aus. Ja, aber wenn er zwei Matches gewonnen hat, also warum soll er sich noch ein drittes verdienen, Fiedel? Für was? Also sehe ich tatsächlich nicht. Das Problem ist halt, wenn du den zweimal verlieren lässt, das erste Mal ist ja trotzdem auch irgendwo ein Stück weit clean und dann noch in der Stipulation, die auch noch Punk aussucht, dann braucht Punk kein drittes Match. Oder das ist die Überraschung, weil einfach, ja, aber dann gibt es auch kein drittes. Und es wird ja auf ein drittes hinauslaufen. Also das glaube nee, glaub ich tatsächlich nicht. Also ich bin mir sehr, sehr sicher eigentlich sogar, dass Punk das holen wird. Denn dann wirst du auch, also jedes Match, was du danach machst, wird dann zu einem 2-1 führen. Das nächste Match wird zu einem 2-2 führen, weil er dann sagt, ich will halt wieder gleich ziehen, ich will das Heads-Up nicht verlieren. Ich glaube, das ist einfach dann ein bisschen zu weit gestreckt. Oh, weiß ich nicht, Simon. Muss man dann schauen. Punk holt sich das Armband nach dem Match und holt sich Drew irgendwie bei Raw oder bei Bad Blood, geht das kaputt. Und vor Bad Blood geht das kaputt, deswegen Punk ausrastet und dann Street Fight oder Hell in a Cell fordert. Ja, aber auch dafür müsste Punk meiner Meinung nach gewinnen. Also wenn Punk das Match verliert, sehe ich keinen Grund für ein drittes Match. Tatsächlich nicht. Man weiß ja auch nicht, was bei SmackDown noch passiert, ne? Ich glaube auch Stand jetzt, dass bei SmackDown nichts mehr mit auf die Card kommen wird. Also das auch nochmal. Wir haben 5 Matches auf der Card. Ich glaube, bei SmackDown wird nicht noch irgendwas dazukommen, weil SmackDown selbst ja auch so stacked ist mit 2 Titelmatches und sowas. Da gehe ich nicht von aus, dass da irgendwie noch mehr passieren wird oder noch mehr auf die Card kommen wird. Was sein kann, ist, dass vielleicht Leute wie Punk oder so auf einmal bei SmackDown auftauchen. Das vielleicht schon. Also für mich, ich bin da, also ich gehe da gar nicht mit. Da kann er das Band auch nach dem Match zerstören. Dann ist es so, wenn Drew das Ding gewinnt und auch noch das Armband von Punk zerstört, dann hat er Punk in Anführungszeichen begraben. So, ich glaube dann, also wie dominant wird es denn noch sein? Du gewinnst 2 Matches und das Wichtigste, was oder das, was ihm heilig ist, zerstörst du auch noch. Dann kommt Punk ja gar nicht mehr hoch. Also da bin ich dann, da kannst du mir auch kein drittes Match mehr erzählen, was dann irgendwie glaubwürdig ist. Und also, dass er es dann holen sollte. Aber ich glaube, es wird ein interessantes Match. Ich hoffe, dass es hart wird. Ich bin auch ganz ehrlich zu euch. Ich hoffe ein bisschen, dass da auch ein bisschen Ketchup zu sehen ist. Ich hoffe, dass Ludwig noch irgendwie auf die Karte kommt. Vielleicht so, dass er einfach bei Bash in der Mitte ungefähr rauskommt. Sheamus herausfordert. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, mein Gefühl ist, dass das Match letzte Woche bei SmackDown, und ich weiß ja nicht, was diese Woche irgendwie noch bei SmackDown dazukommt oder so. Was? Letzte Woche bei SmackDown? Nee, bei Raw, sorry. Letzte Woche bei Raw. Und vielleicht kommt noch irgendwie eine Kleinigkeit bei SmackDown. Ich glaube, dass das Match gegen Orton für Ludwig Kaiser so eine kleine Wiedergutmachung war, dass man keinen Platz hatte für ihn auf der Card. Ich finde es schade. Ich finde es auch nicht cool. Aber da können wir vielleicht... Erinnert mich bitte, wenn wir gleich darüber reden, nochmal, dass wir ein kurzes Fazit zur Card und so machen. Dann können wir das nochmal kurz aufgreifen. Ja. Ich gehe mit Punk. Und ich gehe ins nächste Match und ich glaube, da kommen wir relativ schnell durch. Das wird dann für viele so das Match sein, wo man ein bisschen ruhiger fährt und nochmal so ganz kurz ein bisschen Dampf rausnimmt. Dann hast du 3 Banger, 3-mal Publikumslieblinge, so 3 Matches, wo die Leute richtig Bock drauf haben. Und dann kriegen wir das. Pinkelpause ist auch übertrieben, Leute. Da sind 2 absolute Powerfrauen drin und eine davon hat 3 Jahre lang WrestleMania, ich glaube 3? 3 Jahre lang WrestleMania dominiert. Ja, es ist nicht gut erzählt, aber ich kann euch sagen, dass ich habe es die Woche selbst gespürt, Bianca und auch Jade auf das Publikum und gerade überraschenderweise Bianca auf das Publikum eine unfassbare Ausstrahlung hat. Bianca ist und auch was die In-Ring geleistet hat die Woche, Bianca ist krass. Also ich bin kein Fan von ihr, ihr wisst das, aber Bianca, was die worked, und wie die im Ring ist und wie gut sie sich bewegt und was sie für ein gutes Timing hat. Bianca ist gerade vielleicht so timingtechnisch und Innenring nochmal ein bisschen stärker als die Monate zuvor, auch in ihrem Solo-Run, weil sie halt gerade mehr gefordert wird. Also was heißt mehr gefordert? Aber sie wird halt viel gefordert in den Tag-Team-Matches. Aber die macht das schon richtig stark. Das ist für mich so ein Match, sage ich euch ehrlich, was für mich sehr schwierig wird zu bewerten. So. Wette ist übrigens drin, Abstimmung ist drin. Ich habe eine gespaltene Meinung dazu. Erstens
finde ich es gut, dass das drauf ist, weil noch ein, das ist das einzige Frauenmatch, reine Frauenmatch übrigens auf der Karte, ne? Möchte ich euch nur mal ganz kurz so um die Ohren hauen, denn weder Nia Jax noch Bayley noch sonst irgendwas ist da drauf, sondern tatsächlich, das ist das einzige reine Frauenmatch auf der Karte. Das ist auch irgendwo bezeichnend, wie die Division im Moment gebookt ist, weil Nia hat ja gefühlt auch nichts zu tun, außer Tiffy. Da könnte vielleicht am Freitag was passieren. Wer weiß, vielleicht gibt es ja auch am Freitag bei SmackDown Cash-In von Tiffy. Wäre ein schöner Moment, so gerade so im Heimatland von Ludwig. Wäre ja ganz cool. Aber das wirkt für mich wie ein Match für so einen leichten Feel-Good-Moment. Versteht ihr, was ich meine? Du könntest hier bei dem Match für die Atmosphäre ganz einfach erzählen, dass Bianca und Jade Cargill einfach wieder Champion werden. Und damit hättest du dann eine Reaktion im Publikum, weil wir müssen das auch so ehrlich festhalten, ob ich es mag oder nicht. Weil eigentlich mag ich die sehr gerne. Ich mag auch das Auftreten und allem drum und dran. Ich mochte die auch bei NXT. Aber Unholy Union juckt keine Sau. Und wenn wir ehrlich sind, war das Ding in England, was da gemacht wurde bei Clash, auch nur so eine, ja, so eine kleine Befriedigung vom Publikum. So, wir müssen denen was geben. Ja, weil wir wissen, dass auch Drew verliert an dem Tag. Und, ja, dann ist das so ein bisschen Crowdfishing. Und das wirkt für mich hier auch ein bisschen wie nach einem Crowdfishing-Ding. Aber was mich ein bisschen stutzig macht an der ganzen Geschichte, wenn Jade Cargill und Bianca Champion werden, was dann? Du baust ja gerade so ein bisschen Damage Control auf, du baust so ein bisschen, ich habe den Namen schon wieder, Pure Faction Dings. PFC, Pure Fusion Collective, ne? Pure Fusion Collective, war es richtig? Ich glaube schon. PFC, Pure Fusion Collective. Ja, siehst du, habe ich da raus. Die baust du ja gerade so ein bisschen auf. Mehr oder weniger. Und da sehe ich aber jetzt auch keine stark genug von, irgendwie die beiden da auch nur in Ansätzen, denen gefährlich zu werden. Mein Wunsch ist es, dass wir am Samstag die ersten Andeutungen eines Splits sehen von Jade Cargill und Bianca. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich gehe mit, in dem Fall, wir brauchen da gar nicht so viel drüber reden, weil die Division einfach furchtbar aufgebaut ist. Ich sage, Bianca und Jade werden wieder Champion. Und wenn die Champion sind, wird der Split der beiden erzählt, in dem Moment, wo sie wieder kurz davor sind. Also mit dem nächsten Titelverlust wird der Split der beiden erzählt. Das wird nicht in Berlin passieren. Da glaube ich nicht dran. Denn ich glaube, wir werden nachher was sehen. Und ich gehe eher davon aus, dass man den Titel wechseln lässt für so ein Feel-Good-Moment. Und dann vielleicht in den nächsten Wochen, wenn dann PFC und Io Sky und Dings, und also Damage Control und vielleicht noch die Bearkind Girls aufgebaut sind oder was weiß ich, dass dann irgendwie so langsam in die Richtung erzählt wird, wenn dann so sich andeutet, dass sie eventuell nochmal den Titel verlieren oder an dem Tag, wo sie den Titel verlieren, dann der Split gemacht wird. Ich glaube nicht, dass sie einen Split machen, in dem sie nicht die Titel haben. Ich glaube, sie machen den Split in dem Moment, wo sie die Titel verlieren. Ganz, ganz stumpf. So, und die eine macht die andere dafür verantwortlich oder sowas. Irgendwie sowas. Ganz, ganz easy. Ja, ja, deswegen, Alex. Die sind zu stark. Mach das jetzt ruhig nochmal und dann lässt du ein anderes Tag-Team, was dann die Titel gewinnt, dann damit gut aussehen, wenn sie die beiden besiegen. In irgendeinem Four-Way oder sowas. Was denkst du, wer wird eher turnen von den beiden? Ich werde durchdrehen, wenn es nicht Jade Cargill ist. Sollte man Jade Cargill nicht heel turnen, flippe ich komplett aus. Denn das ist gerade das große Problem von ihr. Die kriegt gerade Face gar nicht. Also da kann man ihr auch gar keinen Vorwurf machen. Ich finde das einfach kein passendes Booking für Jade Cargill. Und jeder, der die so ein bisschen auch bei AEW und so verfolgt hat, weiß, dass die als heel funktioniert, aber als Face gar nicht. Und Bianca, lass sie als Face. Die Leute lieben die, wie sie ist. Die kann das als Face gut verkörpern. Bianca Heel ist, glaube ich, ein hohes Risiko. Also, wenn ich mich entscheiden muss, dann gehe ich mit Jade Cargill Heel, weil die hat gerade mehr zu verlieren als Bianca. Weil der Jade Cargill-Hype echt langsam abflacht. Und ich kann das sogar verstehen. Weil halt einfach der Charakter, den sie da hat, den sie ja spielt und den sie da verkörpert, gar nicht zu ihr passt. 0,0. Und du merkst auch ihr richtig an, dass die sich da, meiner Meinung nach, ich finde, die fühlt sich da nicht wohl drin. Und das merkst du ihr an.
Das hat was mit dem Moveset zu tun, das hat was mit der Ausstrahlung im Ring zu tun. Die hat so eine Natural Heel Attitude. Guckt euch diese Frau an. Also als wir da, ich saß ja wirklich sehr, sehr nah dran. Die sieht aus, das ist der Wahnsinn. Der Körperbau von der, Alter, die hat 0,000% Fett, hat aber trotzdem eine coole Ausstrahlung im Ring. Die sieht einfach krass aus, die Frau. Und ja, ich glaube einfach, dass das viele Gründe hat, gerade dass es nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Einmal, weil der Charakter nicht passt. Und wenn der Charakter nicht passt, dann passt auch das Moveset nicht. Das merkst du ihr auch an. Sie versucht immer neue Sachen. Die sehen aber, und die hat auch jetzt bei der Live-Tour, die hat auch nicht schlecht geworkt oder so. Ist alles okay aus, war alles gut. Mehr muss sie auch gar nicht sein. Die soll ja keine Weltklasse-Wrestlerin werden. Die wird auch niemals an Bianca in Ring rankommen. Soll sie auch gar nicht werden, so super athletisch. Aber sie versucht neue Sachen. Und bei ihr sieht das immer so aus, es sieht ein bisschen erzwungen aus, das Moveset. Und ich will von ihr einfach Dirty Moves sehen. Harte Moves, Power Moves. Das passt ihr viel eher als irgendwelche Tag Team Moves zusammen mit Bianca. Ja, ich gehe hier mit einem Sieg von Jade und Bianca. Und dann in der Zukunft gerne erzählen, wie das weitergeht. Viel mehr habe ich zu dem Match auch nicht zu sagen. Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass die Women's Division eher... Die ist da, ne? So. Also man hat sie... Man macht jetzt nicht so viel damit, leider. Und über Tag Team Division müssen wir gar nicht reden, sondern da wird leider gar nichts gemacht. Obwohl da super viele Leute sind, die ich sehr, sehr, sehr gern habe, die ich auch sehr, sehr gerne sehe. Aber da wird leider viel zu wenig mit rumhantiert und viel zu wenig mit gearbeitet und viel zu wenig auch versucht, wenn wir ehrlich sind. Deswegen für mich easy, in der Richtung das so zu wetten. Ja, sie existiert. Ja, mehr oder weniger, ne? Also sie ist anwesend. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist die anwesend. Was sagt ihr, Chat? Habt ihr noch Ideen für das Match? Oder sagt ihr, nee, wird stumm. Für mich müsste auch Jade turnen, weil sie irgendwie langsam abflacht wird. Ja, aber ist ja normal. Guck mal. Also nur mal so, weil die kriegt ja auch super viel Kritik ab. Für mich ist diese Kritik zum Teil berechtigt, aber zum Teil auch überhaupt nicht. Wie soll... Guck mal, wir haben hier jemanden, wie Bianca Belair. Und wir sind uns alle einig, oder? Ich gehe davon aus, dass keiner von euch jetzt irgendwas gegen sagt. Bianca Belair ist eine absolute Top-Frau fürs Women's Wrestling, oder? Die Frau hat 2 grandiose Matches bei Mania gemacht. Die ist ein Top-Champ gewesen. Die Matches waren immer gut. Storytelling okay, aber das, was die Frau in-ring kann, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das heißt, wir reden von einem Topstar der WWE, die auch für Kids und alles super, super wichtig ist. Wenn selbst Bianca Belair als Face in diesem Tag-Team abflacht, mit dem Background, das sie hat, mit dem, was sie schon geleistet hat und was sie zeigt, wie soll in der gleichen Konstellation Jade Cargill da nicht abflachen, die noch gar nichts erreicht hat? Die hat ja gar keinen Background in der WWE. Die hat noch nichts erreicht. Die hat noch keinen Titel. Die hatte noch keine Solo-Matches großartig, die irgendwie gut waren. Wenn selbst Bianca abflacht, dann ist doch logisch, dass auch Jade Cargill abflacht. Also, ja, die muss sich immer noch verbessern. Safe. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht nur Verschulden auf der Seite von Jade Cargill. Das passt gerade einfach nicht so richtig. Aber es ist krass, wir sind anderer Meinung, das finde ich erstmal gut. Unholy Union sagen 70% und Bianca und Jade sagen 30%. Finde ich gut. Nee, Jade holt mich auch nicht ab im Moment. Ich mag sie. Ich fand die auch bei AEW super, aber mich holt sie auch nicht ab. Also ich bin ja sogar Fan von ihr und mich holt sie auch nicht ab. Und trotzdem, mit was soll die einen abholen? Also, Jade, wir wissen auch, also bin auch immer kein Fan davon, so auf Bashing nur zu gehen, auf stumpfes Bashing. Aber mit was soll dich Jade Cargill abholen? Die hat ja nichts an die Hand bekommen. Die hat Bianca an die Hand bekommen. Die zu der Zeit auch schon auf so einem Weg war, wo du sagst, ja, flacht gerade so ein bisschen ab. Wie oft haben wir in den Monaten auch davor gecallt, ey, es wird mal Zeit, dass Bianca langsam mal turnt, damit die interessant wird. Und die kriegt die dann an die Hand. So, das war dann die ersten 2 Wochen interessant, weil du gesagt hast, boah, guck dir dieses Tag-Team an. Das ist ein richtiges Power-Tag-Team. Guck dir mal an, was die reißen und wie die aussehen und was die im Ring ausstrahlen. Aber das kannst du keinem mit aus dem Loch holen, leider. Okay,
Dann würde ich sagen, gehen wir ins letzte Match des Abends. Und ich wiederhole mich gerne. Ich glaube, da wird nichts mehr dazukommen. Auch nicht bei Smackity Down. Und zwar, ich glaube, ziemlicher Sicherheit wird das Main Event. Einfach, weil es halt auch Cody ist. So, Cody ist Main Event Guy. Bro, nicht böse gemeint, aber wenn andere Woman Wrestler botchen, wird es meist immer belächelt und so weiter. Und bei Jade ist irgendwie immer egal, weil sie eigentlich krass ist. Und bei Jade ist meiner Meinung nach nicht nur das Abflachen, sondern auch ihr mega vielen Bo- Aber, also mal abgesehen davon, dass ich nie gesagt habe, dass sie sauber ist, habe ich gerade eben sogar noch gesagt, Maurice. Also wenn du zuhörst, ich habe gerade eben sogar noch gesagt, die muss sich im Ring verbessern. Aber wo hat sie in den letzten Wochen extrem gebotcht? Ich habe in Oberhausen ein Match gesehen, wo es Tommaso Ciampa nicht übers Seil geschafft hat. Da stelle ich mich auch nicht sofort hin, die hat gebotcht. Sie hatte diesen ganz dicken Botch beim Match in Backlash. War es Backlash? Oder war es Clash? Das war das gleiche Ding, wo es mit Damien ist, keine Ahnung. Wo es im Nachhinein noch hieß, die Seile waren nicht vernünftig gespannt. Wo der Referee das sogar noch gesagt hat. Bei Clash war das? Clash. Und daraus wird ihr ein Riesenstrick gedreht. Da wird nie gesagt, ja, da die anderen hatten die gleichen Voraussetzungen. Ich gehe voll mit euch, dass diese Frau im Ring noch deftig nachholen muss. Aber hier wird ja mittlerweile, die wird ja so verkauft, als würde die Frau in jedem Match 20 Botches machen. Und das ist einfach de facto nicht wahr. Die hat arge Probleme im Selling. Hat sie das? Safe. Safe. Die muss an ihrem Selling enorm arbeiten. Mimik, Gestik, teilweise Schläge eingesteckt, wo sie danach gelacht hat. Voll bei euch. Die Frau muss am Timing arbeiten, weil manchmal hast du das Gefühl, sie guckt sich ein bisschen um. So, was muss jetzt passieren? Timing, hier das. Was ist die nächste Aktion? Aber es wird ja mittlerweile verkauft, als würde Jade Cargill in jedem gottverdammten Match jeden Move verhauen. Und das ist einfach nicht wahr. Das ist einfach Real Rap nicht wahr. Es tut mir leid. Die Frau muss in 3-Minuten-Matches ackern. Was die Gründe dafür sind, keine Ahnung. Böse Zungen behaupten, sie kann sich nicht mehr merken. Kann sein, I don't know. Aber wenn man halt einfach gerade keinen Plan B hat mit einem Face, und das ist ja genau das gleiche Ding, was du bei Bianca hast, du hast keinen Plan B mit dieser Frau. Was soll sie machen? Die ist jetzt auch nicht der Super-Veteran, die durch 34 Performance Center gegangen ist, 20 Jahre Indie-Wrestling gemacht hat und alles abwickeln kann, das ist sie nicht. Die lebt von ihrer Ausstrahlung und von ihrer Aura. Und die Ausstrahlung und Aura verliert sie in dem Moment, wo sie gerade Face ist. Und verlierst du diese Ausstrahlung und Aura, merkst du das sofort in deiner Präsenz im Ring. Du bist doch niemals so selbstbewusst, wenn du merkst, du bist gerade nicht zu 100% in deinem Charakter drin. Guck mal, und ich lese jetzt, gestern in Stuttgart hat sie ein super Match gemacht und hat einen echt unterhalten. Und ich habe eben noch gelesen, dass sie gestern in Stuttgart katastrophal war. Und das meine ich. Das meine ich. Irgendwas stimmt in dieser Wahrnehmung nicht. Ich weiß noch nicht so ganz was. Ich sage euch als Fan, ich bin voll bei euch. Die muss dringend irgendwas ändern. Weil den Hype, den sie ausgelöst hat, hat sie einfach nicht mehr. Das ist aber vielleicht auch normal, dass der abflacht. Aber mir ständig erzählen zu wollen, und das lese ich ja jetzt auch unabhängig von dir, Maurice, oder so. Ich lese das ja auch so 20 Mal, also immer wieder im Chat, wenn sie da ist. Oh ja, die ist so schlecht und oh, dies. Also wenn, ganz ehrlich, wenn ich sehe, was Leute wie Naomi für einen Hype kriegen auf den Shows und wie sie gepusht werden, wenn das schlecht ist, was Jade Cargill im Ring macht und die sich auch immer noch am Moves austestet, finde ich die Bewertung zwischen Jade Cargill und Naomi den Unterschied eine Katastrophe. Ja. Wirklich, dann ist das einfach keine faire Bewertung. Ich verstehe das nicht. Ja. Und alles andere gehe ich mit euch. Alles andere muss dringend dran gearbeitet werden. Aber so zu verkaufen, als wäre sie das Schlechteste, was die WWE im Ring hat, gehe ich nicht mit. Finde ich nicht fair bewertet. Und ich glaube, da muss man einfach noch ein bisschen detaillierter auf die Matches gucken. Ja. Vielleicht hätte ihr NXT gut getan. Weiß ich nicht mal, Kasul. Weil ich glaube, NXT ist wrestlerisch wieder zu hoch für sie. Die arbeiten ja alle im Performance Center. Ja? Die arbeiten ja alle mit denen. Punk arbeitet ja auch mit den Leuten im Performance Center. So. Versteht ihr? Die müssen ja nicht in den Shows mit denen arbeiten. Ne? Die müssen halt einfach mit denen Backstage arbeiten oder weiß ich nicht. Von mir aus dreimal die Woche.
Vielleicht wird da auch zu wenig Fokus drauf gelegt. Aber vielleicht sehen wir auch einfach was anders in ihr, als die WWE sieht. Vielleicht will die WWE die ja auch gar nicht haben, als die muss jetzt hier die Matches worken, sondern vielleicht wollen die einfach ein Kraftpaket haben. That's it. War auch so nicht gemeint, aber so hast du es geschrieben, Mori. Du hast unterschwellig gesagt, ja, bei anderen ist das immer so total schlimm, aber bei ihr ist das egal. Und das hat ja nie jemand gesagt, Maurice. Das war dein Wortlaut. Ja, ich habe deinen Satz 1:1 vorgelesen. Deine Aussage war, bei einigen wird das immer super, super schlecht gesehen. Nehmen wir als Beispiel jetzt Naomi. Da wird immer auf alles rumgehackt und wenn Jade Carr gebotcht, ist es egal. Und dabei fällt mir effektiv ein extremer Botch von ihr ein. Und ich glaube, 2 Matches mittlerweile, wo sie einfach extrem viel Pech hatte mit dem Matchablauf. Das Ding gegen Damage Control war einfach eine Panne. Da hat gar nichts gestimmt in dem Match. Und du kannst auch von jemandem dann nicht erwarten, dass er alleine das Ruder rumreißt. Da erwarte ich dann Leute wie Asuka, Kairi und Bianca, die das Match an sich reißen. Ja. Na, alles gut, Maurice. Wenn ihr mich fragt, ich brauche persönlich einfach den Heel-Turn von ihr. So, Punkt. Viel zu viel drüber geredet. Viel zu viel über dieses Match geredet und viel zu viel über eine Women's Tag Team Division, die gar nicht existent ist. Wir haben jetzt in diesem Chat gefühlt mehr drüber geredet, als sie bei der WWE aktuell tun, denn die Women's Tag Team Division ist am Arsch, nehmt die Tag Team Titel da raus, braucht keine Sau, gebt mir einen Woman Midcards Titel, bau geile Gegnerin auf, nimm diese Drecks Tag Team Gürtel weg oder lasst nur noch Tag Team Matches von Tag Team Frauen machen, buckt da keine random Mix Tag Teams rein, macht keine Pure Fusion Collective, die keine Sau interessiert, nimm das weg, mach einen geilen Midcard Titel, lass da Leute rein wie Lyra, wie Zoe Stark, alles rein, Vollgas. Und bau die auf für die Haupttitel. Es fehlt die Zwischenstufe. Bleib ich bei. So. Punkt. Ende. Main Event. Wichtig. Denn dieser Mann wird am Samstag Champion. Wir sind uns doch alle einig. Cody Rhodes wird der Arsch versohlt. Der wird komplett durch Berlin, durchs Brandenburger Tor gefetzt. Der weiß gar nicht mehr, wer vorne und hinten ist. Wir werden eine geile Musik haben. Wir werden eine geile Stimmung haben. Das ist der WTF-Moment des Abends. KO geht raus. Der hat schon die ganze Zeit extra das rote Shirt an als Teaser für den Heel-KO. Es gibt 34 Low-Blows, 33 Stuhlschläge. Es gibt ein Berlin Chainsaw Massacre und Kevin Owens wird Champion. Let's go. Und das war's mit der Prediction für Bash in Berlin. 100% sagen, KO wird Champion. Vielen Dank. Squash Match in 30 Sekunden. KO kommt schon mit der Kettensäge rein. Okay. So. Also. Wir gehen rein ins Main Event. Ich gehe davon aus, dass es das Main Event wird. Machen wir uns nichts vor. Cody ist drin. KO ist drin. Ich finde die Erzählweise vom Match sehr, sehr cool. Ich bin natürlich immer ein bisschen befangen, wenn es um KO geht. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Wie soll es auch anders sein? Ich finde aber die Art und Weise, die Idee, wie man es macht, ganz smart. So dieses, ich will's eigentlich nicht. Und dann nachher dann so getreu dem Motto, ja gut, bevor Roman das kriegt, dann nehme ich das. So war ja so ein bisschen der Kontext des Ganzen sogar fast. Und, ja. Das Match wird gut werden. Da könnt ihr von ausgehen. Also da könnt ihr zu 100% von ausgehen. Die werden auch eine gute Chemie haben miteinander. Ich versuche mir die ganze Zeit irgendwie einzureden, dass es eine Möglichkeit gibt, dass KO das Match holt. Aber ich sehe keinen. Ich sehe wirklich gar keinen. Ich finde den Aufbau überhaupt nicht mies. Also ich bleib dabei. Ich finde den Aufbau eigentlich sehr, sehr smart gemacht für ein einfaches Match. Wenn, und das ist halt das Wichtige, deswegen haben wir das ja auch ins Main Event gebucht. Es muss was passieren. Wenn die mich jetzt hier irgendwie 3 Wochen lang geteased haben mit, es könnte ja was passieren bei KO und es passiert doch nichts. Dann flippe ich aus. Dann flippe ich wirklich aus. All das, was die letzten Wochen so ein bisschen gezeigt wurde von KO, ist der Oldschool KO. Sein ganzes Showing im Ring, seine Art, wie er sich verhält, das rote Shirt bei SmackDown. Ich weiß, für viele total banal, aber glaub mir, das hat Gründe. Heel KO rot, nehme ich.
Warum zur Hölle kommt er mit einem roten KO-Shirt zu SmackDown, wo er seit Wochen, seit Monaten das blaue Shirt hat bei SmackDown? Und jetzt versuche ich das nur zusammenzukriegen. Also, ich glaube, hier kommen wir nicht drum herum, so ein bisschen Fantasy-Booking zu machen. Es geht nicht anders. Ich krieg's nicht anders hin als Fantasy-Booking. Weil ich Wünsche habe, die aber niemals eintreffen würden. Ich hatte mal ganz kurz im Kopf, dass es vielleicht sogar die Möglichkeit gibt, dass Cody Heel turnen könnte. Dass Cody von dieser ganzen Art und Weise, wie KO sich verhält, und das hat man ja so ein bisschen bei SmackDown so in den Andeutungen gesehen, wenn KO da irgendwie auf ihn zurennt und Mic-Work hat und sowas, dass KO immer super, super kurz vor dem Turn ist und du siehst halt in jeglicher Gesichtszug von Cody, dass der total verunsichert ist. Dass der nicht weiß, ob das so klug war und ob er damit nicht so einen Freund verloren hat und sonst was. Oder, ja, doch, kann man glaube ich sagen, Freund verloren hat oder sonst was. Ja, doch, kann man so sagen. Aber guckt euch mal auch die letzte SmackDown an, wo er dann mit dem Titel auf ihn zurennt, so richtig verunsichert, so, ja, okay, nee, der turnt ja auch nicht gegen mich. Es würde tendenziell auch irgendwie hinkommen, dass Cody während des Matches so verunsichert ist. Stellt euch mal vor, wir machen mal ein bisschen Fantasy-Booking, weil wir sind uns, glaube ich, alle einig, Cody wird das Ding holen. So, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Deswegen lass uns ein bisschen spinnen, finde ich in dem Match so ein bisschen geiler. Was ist, wenn Cody so verunsichert ist in dem Match, dass in dem Moment, es gibt mal dieses typische WWE-Ref-Bump, ihr wisst ja, wie das ist, ja? Und Cody denkt sich in irgendeinem Moment, dass KO immer wieder die Andeutungen macht, dass der gleich turnt oder der holt einen Stuhl oder der holt den Gürtel oder der gibt dem Low-Blow. Was aber nie der Plan ist von KO, aber für Cody sieht das immer so aus. Und auf einmal dreht Cody durch und der tut alles, alles, um den Titel zu verteidigen. Und in dem Moment, wo es den Ref-Bump gibt, gibt es einen Low-Blow von Cody gegen KO. Nur, weil er natürlich alles tun wird dafür, um den Titel zu verteidigen. Das würde aber auch zeitgleich wieder bedeuten, dass du irgendwo den Heel-Turn hast von Cody. Und ich kann euch sagen, nach den House-Shows und allem, ohne Witz, das wird nicht passieren. Cody ist so wichtig für die Company und Cody ist so wichtig fürs Publikum, von alt bis jung, von jung bis alt. Die werden Cody leider nicht jemals in diese Position oder zumindest jetzt nicht in die Position bringen eines Charakterwechsels. Ich würde es mir wünschen. Ich finde, das war gerade auch eigentlich, oder es wäre gerade jetzt irgendwie ein geiler Zeitpunkt dafür. So, warum nicht? Jetzt, wo er so das erste Mal verunsichert ist, wird aber nicht passieren. Das wird leider nicht passieren. Ich wünsche es mir auch. Ich gebe euch meinen Call, wie ich glaube, dass es ausgehen wird. Und warum auch der Grund ist, warum ich das Event so von Anfang bis Ende glaube, dass es so abläuft, wie es jetzt abläuft. Ich sage, wir sind ja vom ersten Match ausgegangen mit Gunther und Randy, dass er das verliert. Für Randy ist das übrigens die erneute Niederlage in seinem Face-Character, wo er mit allen gut sein möchte. Ich sage, dass Cody das Ding holt. Auf welche Weise auch immer, ist mir eigentlich völlig egal. Keine Ahnung. Da wird sich nicht viel tun. Am Ende des Dings wird es so sein, dass KO komplett genervt ist. Der wird komplett abgefuckt sein. Der wurde in dieses Match reingequatscht. Der wurde da reingedrückt, obwohl er das eigentlich auch gar nicht haben wollte gegen Cody. Jetzt muss er sich da mit so einer Niederlage zurechtfinden. Vielleicht deutet sich da so ein bisschen was an bei KO. Kann sein. Ich sage, das wird aber darauf hinauslaufen und deswegen habe ich es auch so gebuckt, wie ich es gebuckt habe, dass in dem Moment, wo du dann vielleicht so ein bisschen Feuer zwischen Cody und KO hast im Ring am Ende der Show, der Moment kommt von Randy. Ich sage, Randy Orton kommt raus, will schlichten zwischen den beiden. Schlichten. KO, wie der ist, KO wird komplett abgefuckt sein. Dem ist auch egal, was Orton dann sagt. KO wird komplett sauer sein und sich weiterdenken, ich wurde hier reingekört, ich habe keinen Bock mehr, lass mich in Ruhe. Ich will gar nicht mehr reden, ich will nichts sehen, ich will nichts hören. Verlässt den Ring, macht die Düse, ist sauer, angepisst. Könnte man schon fast als Ziel betiteln. Und dann gibt es den Turn von Randy. Ich glaube, wir werden bei Bash den Turn von Randy sehen. In dem Moment, wo KO die Arena verlässt. Weil Randy genauso sauer ist,
dass der verletzt wurde, dass der das Match am Abend davor, jetzt an dem Morgen, oder im Morgen sag ich schon, das erste Match verloren hat, ist der auch schon wieder angepisst und hat auch keinen Bock mehr auf Cody, weil der ja auch nur mal Grund Cody dafür ist, dass der verletzt ist, noch verletzt war. Und wenn wir die Rollenaufteilung, das Match wird ja kommen, Cody gegen Randy wird ja zu 100% kommen. Wenn wir da eine Rollenaufteilung brauchen, dann wird es halt Cody Face und Randy Heel sein. So, das ist das, was die beiden am besten können. Wieso kann der denn nicht turnen, Matos? Randy hat am Abend sein Match verloren. Der wird komplett angepisst sein. Das ist doch nicht random. Der wurde verletzt, weil er Cody helfen wollte, hat dann schon wieder ein Match verloren. Der wird einfach merken, dass er mit seiner lustigen Ha-ha-ha-hi-hi-hi-Good-Guy-Attitude wieder nicht vorwärts kommt und wird einfach komplett durchdrehen. Was ist denn das? Kein Grund. Klar ist das ein Grund. Das ist doch nicht random. Also, sorry. Also wenn du ständig jedes Match verlierst, wo du reingebucht wirst, Matos, ist doch nicht random. Und aktuell ist ja sogar Randy so ein bisschen der Good Guy die ganze Zeit. Also es ist mein Gefühl. Ich glaube, also wäre das ziemlich big. Also wenn in Deutschland ein Randy-Turn kommt gegen Cody, wäre das übrigens generell für die Erzählung und für die Matchcard und für das, was das Event ist, sehr, sehr krass. Das ist halt auch etwas, ist halt nochmal riesen History hinter, ne? Was die Leute halt sehen wollen. Und wie du es dann bookst, Cena Abschied zu, ja, weiß ich nicht, das ist ja auch noch ewig lang hin, so. Nee, KO wird nicht turnen. Also ich glaube nicht mal, dass KO turnen wird. KO wird, glaube ich, so, ich glaube, KO wird so ein bisschen dieser, ja, das normale Prizefighter-Ding. Der wird nicht so zu 100% Heal werden, KO, sondern der wird so, wie soll ich das sagen? Ja, der wird halt einfach wieder irgendwo so dazwischen schweben. So zwischen allem. Der wird sich das nicht so richtig... Also, der wird einfach sein Ding machen. Der wird so wieder bisher Prizefighter-Solo-Run-KO werden, der keinen an sich ranlässt, so, der keinen Bock auf Leute hat, weil der ja sieht, was der jetzt die letzten Male davon hatte, wenn er für Leute eingesprungen ist und denen geholfen hat. Genau, der kloppt auf alles ein und so, macht sein Solo-Ding, sagt, ey, macht deinen Scheiß mit Randy, macht euren Scheiß mit der Bloodline, lasst mich raus aus eurer Nummer, ich mach mein Ding alleine. Ich habe keinen Bock, mich hier in irgendwelche Sachen wieder reinquatschen zu lassen, so wie es die letzten Wochen und Monate war. Ich bin immer da gewesen für die Bloodline 4 Jahre und bin jetzt für dich da gewesen. Jetzt lasse ich mich hier reinquatschen, kriege ich auch wieder auf die Mappen. Kannst super viel mit erzählen. Aber habe ich das gerade richtig gesehen, Chat? Nur 60% sagen, dass Cody verteidigt? 60-40? Okay, wild. Also, Risikotipp. Ich würde mir ja auch sehr, sehr wünschen, dass ich irgendwie einen Risikotipp hinkriege. Glaub mir, ich bin der Letzte. Also, es wäre natürlich ein absoluter Schocker-Moment. So, brauchen wir nicht drüber reden. Aber du nimmst halt Cody den Titel nicht weg. Also, der absolute Schocker-Moment wäre KO-Turn und er holt das Ding als Heal. Kann er ja auch schnell wieder abgeben. Einfach nur, um so ein bisschen Dynamik reinzubringen. Und, ey, ohne Witz, ne? KO als Heal-Champ. Puh. So mal... 4 Wochen Heel-Champ, nochmal so als Abschiedstour, als kleines Dankeschön für ihn. Kann er von mir aus bei Bad Blood wieder abgeben in irgendeinem Triple Threat Match oder sowas. Aber da muss halt viel zusammenkommen. Da muss KO komplett durchdrehen. Da muss KO wahrscheinlich alle Mittel und Register ziehen, die er hat, damit das irgendwie wahr wird. Aber so sehr ich es mir wünsche, so sehr ich es mir wünsche und so sehr ich träume und so sehr ich mich darauf freue, nicht passieren. Vielleicht tut sich auch irgendwas mit der Bloodline noch in der Nummer. Vielleicht kommt die Bloodline während des Matches rein, weil die haben ja gar nichts auf der Karte zu suchen aktuell. Und dann kommt vielleicht doch wieder Randy raus und wird auch wieder vermöbelt. Und dann ist es einfach ein einziges Kauderwelsch. Aber ich glaube nicht, dass man das so im Main Event bookt. Glaube ich tatsächlich nicht. Ja, Randy und KO gegen die Bloodline kann ich tatsächlich überhaupt nicht mehr sehen. Das ist jetzt schon 80 Mal passiert und hat auch 80 Mal nichts gebracht. Und... irgendwie habe ich das Gefühl, dass das auch langsam, also nicht nur langsam, dass das auch komplett auserzählt ist gerade. Und ich wüsste nicht, was der Grund sein sollte, dass Randy dann auf einmal wieder bei der Bloodline-Thematik mit drin ist. Sehe ich auch nicht so richtig. Ah, ist schwierig. Ist schwierig, aber da muss, also wir sind uns aber in einer Sache einig, irgendwas muss da passieren. Weil, wenn du das als ganz normales Match machst, halte ich das eher für...
Klar klingt das cool, weil die Leute haben natürlich auch Bock auf KO, weil KO ist KO. Leute haben sowieso immer Bock auf Cody. Aber wir sind uns einig, dass das sonst ein bisschen lahm wäre, oder? Chat? Wenn hier so gar nichts passiert. Stell dich mal vor, es ist einfach ein cleaner Fight. Cody, 15 Minuten, Match. Dreimal hier Dings, Crossroads, Match ist vorbei. Ich habe da auch ein bisschen Angst vor. Weil das schon alles so ein bisschen aus dem Nichts kam. Aber dafür ist mir halt auch KO gerade zu cocky, dass das ganz normal ausgeht. Der ist ja gerade sehr, sehr in seinem Film. Freundschaftlicher Handshake am Ende. Sehr gut. Hilfe. Nee, Roman wird nicht da sein, Patty. Roman wird nicht da sein. Der wird nicht nach Deutschland reisen. Bloodline ist die Option, die ich mir auch noch, das, was Matos sagt, Bloodline ist die Option, die ich mir vielleicht auch noch lassen würde. Die da irgendwie in das Match eingreift. Und dann doch irgendwie wieder KO dadurch Mitleidenschaft gezogen wird. Und das ihn dann auch wieder durchdrehen lässt. Aber ich will, also mein Wunsch, natürlich jetzt mal unabhängig davon, dass KO Champion wird, mein persönlicher Wunsch ist, dass aus diesem Match KO als absoluter Heel rausgeht, der keinen Bock mehr auf niemanden hat und der sein eigenes Ding macht als Prizefighter, der wieder so am Mikro agieren kann, wie er es früher getan hat, der immer so ein bisschen drüber ist und ja, dann wird sich zeigen, was dann in den letzten Monaten voraussichtlich seiner Vertragslaufzeit abgeht. Ideal fände ich es, also schön erzählt fände ich es, wenn KO so endet, wie er angefangen hat. Und wenn KO so endet, wie er angefangen hat, dann geht der mit einem Knall. Denk dran, sein Debüt war damals gegen Cena, wo er das Match, sein Debütmatch gegen Cena direkt gewonnen hat. Gott, den hatte ich ja noch gar nicht auf dem Schirm. Aber der geht ja, kommt ja erst nächstes Jahr. Wird er nicht verlängern? Ich weiß es nicht. Ich hätte gerne persönlichen Kontakt zu ihm. Ich kann nur von meiner KO-Leseweise, die ich habe, deuten und aus seinen Sätzen, die er so in den letzten Wochen und Monaten rausgehauen hat in den Interviews, so im letzten Jahr so vor allem, ist mein Gefühl, dass er sich aus dem Ring erstmal zurückziehen wird. Ich glaube, dass er, entweder macht er eine ganze Pause erstmal, Familienpause und so. Ich könnte mir aber auch wirklich vorstellen, dass der vielleicht eher so Richtung Commentary geht und so. Ich glaube, wir werden nicht mehr viel sehen von KO, was das angeht. Aber der braucht natürlich nochmal so einen letzten Abschied. Und irgendwie wäre es schön, wenn er dann nochmal ganz kurz das Ding halten dürfte und vielleicht irgendwo der Klebstoff für andere wird, damit die Story weitergeht. Sodass er halt einfach nochmal im Mittelpunkt steht und die anderen um sich drumherum erstmal schlagen, er das so lange hält und dann eine schöne Storyline und mit einem großen Knall dann geht. Aber wie das aussehen soll, ich versuche mir da auch nicht so viel einzureden. Warum denkst du, dass er eine Pause wählen möchte? Weil er im Interview gesagt hat, dass er gerade mit den letzten Geschehnissen, das war damals zur Bray Wyatt-Zeit und sowas, und sehr, sehr viele Menschen verstorben sind und er für ihn sich selbst auch sehr, sehr viele Momente ergeben haben, wo er gesagt hat, es kann alles so schnell gehen und der ist halt nun mal ein sehr, 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 sehr krasser Familienmensch. So, der geht für seine Familie durchs Feuer. Und ich glaube, bei ihm hat das so ein bisschen auch ein paar Knoten gelöst, was das Thema angeht. Der steht auch schon viele, viele Jahre im Ring. Der Körper macht auch nicht mehr immer so 100% mit. Und solange der noch gerade gehen kann, und das ist bei ihm ja sowieso ein Wunder bei seinen körperlichen Gegebenheiten, dass er da verletzungsfrei ist und fit ist, wird er sehr wahrscheinlich das so entscheiden, bevor er sich da irgendwie verletzt oder nachher nicht mehr bei 100% ist. Ja. Mir wird das Herz brechen, ich brauche das glaube ich nicht sagen. An dem Tag, wo ich weiß, dass KO sein letztes Match hat, könnt ihr mich in Bray Wyatt-Modus schalten und ich werde Rotz und Wasser heulen. Macht ihr noch mal ein bisschen Fantasy-Booking-Chat? Weil ich habe das Gefühl, dass wir das Match schon in die Tendenz richtig gebookt haben, aber ich glaube, dass da noch ein bisschen mehr Optionen sind. Ich möchte aber vorab noch mal eine Sache sagen, weil ich habe das jetzt auch ein, zweimal gelesen noch. Ich bin auch sehr, sehr enttäuscht und ich verstehe, dass bei nicht so ganz, aber man kann, es ist halt auch immer noch ein Main-PLE und es ist jetzt kein, wir müssen das Publikum glücklich machen, PLE. Ich bin auch sehr traurig, dass Stand jetzt Ludwig Kaiser kein Match hat. Und ich bin auch sehr traurig, dass Ilja kein Match hat.
Bei Ilja wäre ich so an einem Punkt, wo ich sage, das kann ich noch ein bisschen nachvollziehen. So, der ist gerade nirgendwo so richtig drin. Aber selbst das hättest du irgendwie erzählen können. Ich sage aber auch, Ludwig Kaiser wäre für mich Pflicht gewesen auf der Matchcard. Das hättest du so leicht machen können. Nochmal gegen Sheamus, das irgendwie entscheidende dritte Match. Irgendwie in einem Four-Way mit Sheamus, Pete Dunne und von mir aus auch Ilja. Irgendwie sowas. Es hätte Optionen, also für Kaiser hätte es für mich auf jeden Fall Optionen gegeben. Aber ich verstehe auch nicht, also ich finde es sehr, sehr schade. Ich finde, das hätte er sich verdient, weil du weißt halt auch einfach nicht, ob es überhaupt nochmal dazu kommt. So, finde ich irgendwie eine leicht verpasste Chance. Ich glaube auch nicht, dass noch was, also es könnte noch ein Match könnte vielleicht noch auf die Card kommen bei 5. Die wirken jetzt auch alle nicht so, als wären das so 30-Minuten-Matches. Ja. Kaiser-Turn wäre geil, den sehe ich tatsächlich nicht. Einfach gegen Sheamus, ja. Sheamus wäre super einfach gewesen. Also, Sheamus wäre wirklich, wirklich super, super, super einfach gewesen, um den, um das einfach auf die Karte zu bauen. Und das wäre auch so, da brauchst du dir auch keine Sorgen machen. Das wird ein gutes Match. Warte mal. Bei der House-Show war Ludwig Kaiser immer mit LA Knight im Ring. Genau das. Also, entweder kriegt er das Match bei SmackDown, bei der Open Challenge und kommt raus. Kann er ja dann auch verlieren. Ist einfach so ein Crowd-Pleasing-Ding. Oder Vinci kommt raus und Ludwig kommt dann auch irgendwie raus oder sowas. Ludwig könnte auch Freitag rauskommen, ja. Ist nicht so verkehrt. Gerade jetzt mit der Historie, also die haben halt für euch, ich meine, das läuft jetzt eh gerade die letzte House-Show, die jetzt da sind, die werden es ja nicht mitkriegen. In dem Four-Way ist das so, dass Ludwig Kaiser am Ende da so super, super zerronnen am Boden liegt und sowas und LA Knight hilft ihm auf. So ein bisschen auf freundschaftlicher Basis. Aber Stand jetzt bin ich auf jeden Fall sehr enttäuscht, dass keiner von denen auf der Karte ist. Das wollte ich damit sagen. Das ist gerade so ein bisschen, meh. Ich hätte es mir den beiden einfach irgendwie gegönnt. Gerade Ludwig, finde ich, hätte sich das irgendwie verdient, da auf die Karte zu kommen. Zum Beispiel ein Ludwig gegen Vinci-Match bei Bash. Boah, könntest du ja auch machen, ne? Das könntest du ja tatsächlich machen. Okay, nochmal einmal schnell Fantasy-Booking, bevor wir das beenden. Wir reden schon wieder viel zu lang, 1 Stunde 25. Das wird auf jeden Fall eine XXL-Preview, aber ey, ist auch Bash in Berlin, Deutschland, das kann man machen. Was ist, wenn tatsächlich Vinci das Ding annimmt gegen LA und aus Frust, dass er wieder zurück ist, kommt Ludwig Kaiser raus und möbelt komplett nach dem Match irgendwie auf Vinci ein oder ist verantwortlich dafür, dass Vinci verliert und dann machst du Vinci gegen Ludwig Kaiser am Samstag bei Bash in Berlin. So, fertig, haben wir's doch. Easy erzählt, bisschen Crowd-Pleasing. Alle wollen das sehen, bitteschön, haben wir doch. Ich find's irgendwie absurd, dass Ludwig nicht drauf ist. Ich find's wirklich absurd, ich versteh's nicht. Und der ist auch mittlerweile, der kommt sogar beim amerikanischen Publikum mittlerweile richtig gut an, Ludwig. War ja am Anfang so ein bisschen schwierig, aber mittlerweile kommt er auch da richtig, richtig gut an. Aber viel mehr kam auch nicht, ne, an Ideen jetzt fürs Main Event. Irgendwie eher, dass Cody turnt als KO. Weißt du, ich würde es mir ja wünschen, dass Cody turnt, aber Cody ist einfach zu wichtig als Superheld. Das klingt so stumpf, aber wenn du siehst, wie viele Runden der dreht, so bei den House-Shows und wie der für die Fans da ist, den lässt du einfach nicht turnen. Der ist ganz, 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 ganz wichtig fürs Publikum. Sheamus ist ja wirklich so easy gewesen. Ja, vor allem, weil die beide schon hier sind, ne. Also, sie sind beide hier, haben jetzt die ganze Woche schon geworkt. Ich meine, vielleicht nimmt man die auch deswegen ein bisschen raus. Aber das kann ja auch nicht der Anspruch sein von Ludwig Kaiser, dass er die ganze Zeit eine House-Show works. Und wenn dann ein PLE ist in Deutschland, dass er das nicht worken kann. Und darf. Aber ich hätte es auch mit Sheamus einfach gefunden. So, wir verrennen uns. Ich gehe mit Cody, ich gehe mit einem genervten KO und ich gehe mit einem Randy Orton-Turn. Deswegen vom Anfang das Match Gunther gegen Randy und am Ende dieses Match. Ende. Ende, Schicht, Ende, 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 Ende. Ja. Ich kann nochmal sagen, das, was ich am Anfang gesagt habe. Falls ihr vor Ort seid, reißt die Hütte ab. Seid motiviert, habt Bock, lasst euch gehen, denkt nicht zu viel nach, singt, grüllt, habt eine gute Zeit mit anderen. Ihr wisst nicht, wann das nochmal auf euch zukommt. Wirklich, habt einfach eine geile Zeit, eine geile Feier mit anderen und feiert das Event so, als hättet ihr das Gefühl, als wäre es das erste und das letzte Mal, dass dieses Event in Deutschland ist. Und alles andere habe ich am Anfang des Videos gesagt. Nochmal zum Schluss, falls ihr Bock habt, ich würde mich sehr freuen, ja. Einen Daumen nach oben, ein Abo dalassen und gerne mal so ein bisschen unten in die Kommentare eure Tipps, was ihr glaubt. Ihr könnt mir ja mal einen Hot Take nennen. Nennt mir mal einen Hot Take
für Bärchen Berlin in den Kommentaren. Und vielleicht greifen wir ja ein bisschen was davon auf. Machen wir es noch ein bisschen komplexer. Machen wir einen Hot Take für SmackDown und Bärchen Berlin. Denn den Hot Take Tiffy casht am Freitag ein, habe ich jetzt auch schon 2-3 Mal gehört. In diesem Sinne, YouTube, macht es gut und ein gut Kick.